Okay, wir gehen aufs Handy gehen. 5 Sekunden, ja? Also. Dann 5, 4, 3, 2. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu meiner neuen Live-Sendung auf der Alp. Ich bin hier auf der Alp. Und wie es schon geheißen hat im Vorspann, oder jetzt gerade in meinem Anspruch, live. Das heisst, gerade jetzt in diesem Moment. Darum darf jetzt eigentlich nichts schief gehen, weil das könnte ich nicht mehr rückgängig machen, nicht verbessern, nicht cutten, nicht schneiden, überhaupt nicht. Und mit cutten und schneiden ist das Gleiche, das habt ihr schon gemerkt. Ist ja egal. Also, auf jeden Fall, ich befinde mich auf der Alp Trüff und das ist oberhalb von Schkulteraschp im Seitental von Escharf. Es ist sehr kalt, es ist etwa 3 Grad, würde ich sagen. Und es geht ein sehr starker, kräftiger Wind. Wobei der Wind ist nicht schlimmste. Das Schlimme ist eher, dass es hier Schnee hat und der Schnee der wird verweht und es kommt langsam alles zu mir und ich weiß gar nicht, wo ich das anhöre. Es ist so kalt. Und dass es ja eine Live-Sendung ist, kann ich mir nicht schnell hier einrichten und mir Heizstrahlen anstellen, sondern ich muss einfach so weitermachen wie bisher und hoffen, dass es niemand merkt. Oder? Das ist ja eigentlich das Kniffligen. Oder? Aber ich würde mal sagen, bevor ich da wahnsinnig kalt habe und verfriere und nicht mehr weiss, was sagen, tue ich euch einmal vorbereiten auf den ersten Beitrag, und zwar von der Annelies Mohrer aus Morschach. Ist kein Witz, Annelies Mohrer aus Morschach, Kanton Obwalden. Sie hat euch einen Beitrag zusammengestellt über die Steinböcke hier in der Region. Viel Vergnügen. Was heisst die wirklich so, so ein Scheiß? Doch, oh Scheiße. Also, was machen wir wieder? Ah, die Sonne kommt. Wir sollten eigentlich noch live auf Sandy gehen. Hallo und willkommen, wir sind hier ganz live, und zwar gerade wirklich live, sofort hier, ohne Schnitt und ohne gar nichts, hier auf der Alp Trüsch, oberhalb des Skulteraschp, im Seitental Schampf. Wobei ich glaube nicht, dass das Seitental Schampf heisst, aber irgendwie das Örtli dort heisst Schaf. Und auf jeden Fall fahre der Bus, aber der Bus fährt nur noch heute. Ich weiß nicht warum. Doch, ich weiß warum, die Saison ist einfach vorbei, oder die Lächer, die finden es langsam verblähen. Es ist wunderschön übrigens, wunderschön. Und ich würde euch nur empfehlen, kommt hier an, geniessen die super Sachen. Es wird ja schon wieder kalt, die Sonne verschwindet schon wieder. Darum habe ich mir gedacht, nehme ich mein Brötchen und meine Wurst. Und das ist ein Stückchen. Und während er mich isst und mir ein bisschen warm macht, kann ich noch reinschneiden. Könnt ihr dann nochmal einen Beitrag anschauen. Und zwar von der Jacqueline Fair aus Oberentfelden im Aargau. Und sie hat euch einen schönen Beitrag gemacht über die Gämsi hier in der Region. Ich hoffe. Ja, du vergnügt euch. Und viel Spaß. Gott, gut. Okay, machen wir unseren letzten noch. Okay. 3, 2. Also, meine lieben Freunde, es war wieder einmal live hier. Also, ich bin wieder einmal live hier. Machen wir es gerade nochmal. 3, 2. So, meine lieben Kollegen und Freunde, es ist wieder mal soweit. Unsere Sendung hat seinen Endpunkt erreicht. Ich hoffe, es hat euch Spass gemacht. Ich hoffe, ihr habt interessante Filme schauen können. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen mehr überfahren können. Nochmal, 3. Also, hallo, meine lieben Leute. Nochmal hallo zurück. Und zwar nochmal. 3, 2. Hallo, meine lieben Freunde. Es ist leider wieder mal Zeit zum Hallo sagen. 3, 2. Hallo, meine lieben Freunde, es ist leider wieder Zeit zum Ciao sagen. Die Live-Sendung ist nämlich jetzt vorbei. Ich hoffe, ihr könnt euch wirklich amüsieren hier. Und ich hoffe, euch die Filme, die ich euch mitgenommen habe, oder. Drei, zwei. Also, meine lieben Freunde, 3, 2. So, meine lieben Freunde, das war es wieder von meiner Live-Schaltung hier aus der Alp Trüsch. Nein, wir machen es und dann hören wir das auf. 3. Hallo zusammen, das ist es leider schon wieder von unserer Sendung hier oberhalb von Alp Trüsch auf das Skulteraschp. Leider ist es das eben gewesen. Und ich muss euch Tschüss sagen und Adieu sagen und auf Wiedersehen sagen und Au revoir sagen und Goodbye sagen und Adieu sagen. Und ich hoffe, ihr werdet das nächste Mal wieder einschalten, wenn ich irgendwann live bin, ob es auf einer Alp ist oder in der Stadt oder sonst irgendwann, das sehen wir ja dann. Und ich werde auch wieder interessante Filme mitbringen, die uns die Zuschauer geschickt haben. Und ich hoffe, ihr habt jetzt wirklich viel Spass gehabt und hoffe, ihr habt einen schönen Abend. Und ich verabschiede mich mit dem Wort Adieu zusammen hier aus dem schönen Bündnerland. Ciao zusammen. Ist gut. Also, ab, es geht Cut. Es ist so wunderbar gesehen, hier auf der Alp Grüsch.